und hatte halt dann einen totalen Zusammenbruch. Es ging gar nichts mehr. Und seitdem er das jetzt intensiv praktiziert, ist es halt so, dass er die geistige Klarheit wieder zurückerlangt hat, weil diese Viren sich hauptsächlich auch von diesen ganzen Umweltgiften letztendlich auch ernähren. Geht es dann ins zentrale Nervensystem über und dann geht es halt erst richtig los mit den ganzen Symptomen. Hallo und herzlich willkommen bei dergesundheitsclub.de. Mein Name ist Daniel, ich bin Chefredakteur von wiressengesund.de. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Er ist erfolgreicher Influencer, er ist erfolgreicher Unternehmer, er ist erfolgreicher Initiator des Internationalen Gesundheitskongresses 2021 und nicht zuletzt unglaublich erfahren, was gesunde Ernährung, was gesunde Lebensweise angeht. Ich freue mich heute auf Bastian Gajewski. Es wird mit Sicherheit ein sehr interessantes Interview. Freut euch mit mir drauf. Herzlich willkommen. Ich freue mich heute auf Bastian Gajewski. Bastian, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich auch beim Interview dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ja, warum haben wir dich eingeladen? Du hast ja einen Riesenerfolg dieses Jahr gelandet. Sensationell, der Internationale Gesundheitskongress 2021. Enorm, wie viele Menschen da mitgemacht haben. Hätte man das offline über die Bühne gebracht, dann wären wir wahrscheinlich mit dem Olympiastadion nicht ausgekommen. So, online geht sowas. Bist du zufrieden? Macht dich das sowas stolz? Ja, also die Besucherzahl macht mich, ja, das war mir jetzt, ist schon wichtig, dass man das natürlich auch hat. Gerade wenn man halt ein Online-Business halt auch betreibt, ist es auch wichtig, dass ein paar Leute die Informationen halt auch bekommen und sich das auch anschauen. Das war natürlich schon wichtig. Aber mir war es vor allen Dingen wichtig, dass ich mal so von den letzten 30 Jahren so meine Interessensgebiete auch abgearbeitet habe am Kongress. Also ich habe da wirklich die verschiedensten Interviewpartner eingeladen. Wir hatten ja über 80 Interviewpartner dabei. Es waren, glaube ich, 84 Interviewpartner und ein paar Leute, die noch Vorträge gemacht haben. Und ja, es hat also mein ganzes Interessensgebiet abgedeckt, von Gesundheit über Spiritualität, Meditation, ganz viele Gesundheitsthemen, Rohkost war dabei, aber auch vegan war dabei, alternative Krebsbehandlung, Therapien, sowas alles, hat man alles dabei gehabt. Und Ernährung war auch ein wichtiger Punkt. Ja, also demzufolge kann man sagen, ich bin zufrieden. Und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, den Kongress als Kongressveranstalter zu betreuen. Und ja, freue mich jetzt natürlich, dass auch du uns die Gelegenheit gibst, jetzt ja, ein Interview mit dir führen zu dürfen. Anthony William, Medical Medium. Die meisten Menschen oder sehr viele Menschen kennen Anthony William wahrscheinlich vom Selleriesaft. Das hat ihn bekannt gemacht. Das war ein Millionen-Bestseller weltweit. Er hat noch einiges mehr an Büchern geschrieben. Was fasziniert dich an Anthony William? Ja, also am Anfang war ich auch ein bisschen skeptisch, wie vielleicht jeder, wenn man das erste Mal mit dieser Thematik in Berührung kommt, weil er heißt ja Medical Medium. Das bedeutet, es ist ein medizinisches Medium, was Botschaften bekommt, die nicht von unserer Erde stammen, also die von keinem anderen Menschen übermittelt werden. Anthony sagt halt, dass er die Botschaften direkt von, er sagt es, Gott, aus dem Mitgefühl Gottes bekommt. Und die sind immer in seinem rechten Ohr. Das heißt, er hört immer so eine Stimme in seinem rechten Ohr über 24 Stunden. Also das heißt, auch wenn er schläft, egal wann, immer ist diese Stimme da, die ihm halt immer wieder diese Gesundheitsinformation eingibt. Und er kann auch bei mir oder bei dir, wenn er dich jetzt oder mich sehen würde, könnte er sofort auch eine Gesundheitsaussage über deinen Gesundheitszustand treffen und kann dir auch genau sagen, was du machen kannst, um letztendlich diese Dissonanz in deinem Körper auch zu beseitigen und zu beheben. Ja, so hat er angefangen, auch mit Klienten zu arbeiten. Das war also, da hat er auch eine eigene Praxis gehabt, da kamen die Leute zu ihm und er hat den Leuten letztendlich geholfen. Und mittlerweile ist es so, dass er halt so groß geworden ist, dass er da gar keine Möglichkeit mehr zu hat. Und jetzt macht er es halt über die Bücher, auch teilweise über natürlich über Stars, da kann man auch kritisch dann wieder darüber denken. Das hat mich auch so ein bisschen, fand ich auch so ein bisschen merkwürdig, dass er jetzt sich da auf die Stars so einschießt, so wie Sylvester Stallone, Kardashian. Da gibt es auch ein Video auf YouTube, glaube ich, wo diese Kardashian Suarez hat und er sagt ihr dann, dass sie zu viel Kupfer halt in der Leber hat und dass das dadurch halt die Leber belastet ist und dadurch halt über die Haut dieses Gift versucht wird auszuscheiden. Die Haut versucht das auszuscheiden. Also, aber das kann man auch verstehen, weil er versucht halt so viele wie möglich Leute zu erreichen und gerade wenn diese Stars, die haben halt noch bestimmte Reichweite und dann
kriegen die natürlich auch andere Menschen diese Informationen, die vielleicht sonst sich gar nicht für die Thematik interessieren würden. Und was mich halt sehr fasziniert auch an der ganzen Geschichte ist, dass wenn man skeptisch ist am Anfang, aber wenn man das mal ausprobiert, wenn man sich wirklich exakt an die Anweisungen hält, die Anthony halt auch gibt in seinen Büchern, dann kann man auch wirklich großartige Erfolge gesundheitlich gesehen an sich feststellen. Und das hat bis jetzt, ich habe mich schon viel mit Ernährung auch beschäftigt, schon seit über 25 Jahren beschäftige ich mich über Rohkost, Vegan, Fasten, alles Mögliche. Und das war bisher das ganzheitlichste Konzept, was mir bis jetzt begegnet ist. Und es ist auch nicht so, dass er irgendwie so, ich sage mal, stringent eingestellt ist und sagt, so, ihr dürft jetzt nur das eine. Das ist zwar so, man soll die Anweisung befolgen, aber er sagt auch immer, man muss das auf den eigenen Körper halt abstimmen und jeder Mensch ist anders. Und bei dem einen, der kann halt einen Liter Selleriesaft trinken, weil du von Selleriesaft gesprochen hast. Und der andere, da reicht halt bloß ein kleiner Schluck und dann hat er schon gewisse Reaktionen, die vielleicht auch am Anfang nicht angenehm sind. Ne? Und was mich auch begeistert hat an der ganzen Thematik ist, dass das erste Mal jemand auch so richtig erklärt hat, wo eigentlich die Ursache fast aller Krankheiten, also außer genetisch bedingte Krankheiten, aber so die normalen Alltagskrankheiten, Zivilisationskrankheiten, was da so die Ursache ist. Wo finden wir die Ursache? Die Ursache liegt in einer viralen Belastung. Und das wissen halt die meisten Ärzte nicht, weil die halt das Symptom halt sehen. Ich sage mal, du hast jetzt, ich sage mal das Beispiel, ja, weil ich hatte ja das Interview auch mit Bernd dann gemacht, also nicht mit Anthony, sondern mit Bernd auf Deutsch. Das ist ja besser auch für die Zuschauer. Und Bernd hat ja auch Multiple Sklerosis gehabt. Er hat es immer noch. Also er hat, aber seit 2,5 Jahren ist er auf diesem Reinigungsprogramm von Anthony William. Es gibt ja auch die 28-Tage-Reinigung. Es gibt die 369-Leber-Reinigung. Und seitdem er das jetzt intensiv praktiziert, ist es halt so, dass er die geistige Klarheit wieder zurückerlangt hat. Er war halt vorher Störberater und hatte halt dann einen totalen Zusammenbruch. Es ging gar nichts mehr. Er hat diesen Brain Fog, nennt man das im Englischen, also diesen Gehirnnebel ständig gehabt. Er konnte nicht mehr klar denken. Er war im Prinzip total am Ende. Ist dann sogar im Rollstuhl gelandet. Multiple Sklerose ist ja eine Krankheit, die multiple im Körper auftritt. Also mal hat man Ohrenschmerzen, dann hast du irgendwelche Zuckungen im Bein oder sind verschiedene an verschiedenen Orten des Körpers hast du halt diese Symptome. Und er hat dann halt durch die Beschäftigung mit Anthony William eine unheimliche Erfolgsgeschichte geschrieben. Und er ist jetzt wieder klar, er ist Gesundheitsberater, er berät jetzt andere Leute auch, die zu ihm kommen, die auch gesundheitliche Probleme haben. Und genau, die Problematik, du hast gefragt, was ist die Problematik? Ist eine virale Belastung. Anthony spricht von Epstein-Barr und von Herpes Zoster. Es ist nicht so, dass man sich das so vorstellen kann, dass Epstein-Barr bloß ein Virus ist. Das ist ein Virusstamm und es gibt 60 verschiedene Unterarten von Epstein-Barr. Und bei Herpes Zoster ist es genau das Gleiche. Und Anthony sagt halt in seinen Büchern, es heißen die gnadenlosen Vier. Also dazu zählt halt Strahlung, dazu zählt die Schwermetalle, dazu zählt auch das DDT. Das glauben die meisten gar nicht, weil DDT ja schon seit 30 oder schon länger, seit 40 Jahren verboten im Prinzip. Aber das ist so ein extremes Pestizid. Es wurde hauptsächlich auch für die Bananen eingesetzt früher, dieses DDT, die wurden halt bespritzt, dass es immer noch in den Böden und in unserer Nahrungskette vorhanden ist. Und auch, wie gesagt, diese Strahlenbelastung halt auch. Vielleicht auch noch ein Wort für DDT. Ich habe vor 2 Tagen erst gelesen, man findet das heute sogar in der Antarktis, also in dem arktischen Eis. Durch die Schneefälle, durch die Windzirkulation sind die überall auf der Welt verteilt und man findet heute dort Spuren von DDT und da wurde noch nie auch nur ein einziges Krümelchen davon verspritzt. Aber es verteilt sich einfach überall, sogar in die entlegensten Ecken der Welt. Dort finden wir solche Umweltgifte oder was heißt Umweltgifte? Eigentlich sind es keine Umweltgifte, eigentlich sind es Industriegifte. Genau. Das ist ein gutes Stichwort gegeben, Industriegifte. Das geht nämlich auch um die Virenexplosion. Die zählt auch mit zu den gnadenlosen Vier. Es ist in den letzten, sage ich mal, 100 Jahren ist es extrem explodiert. Diese virale Geschichte hat uns immer mehr beschäftigt. Also Herpes-Zoster-Viren gibt es seit 80 Jahren oder so. Also es wurde auch wissenschaftlich, wurden diese Viren auch entdeckt. Also es wurde auch benannt. Ne? Die haben einen Namen bekommen, Epstein-Barr und auch Herpes-Zoster. Und das ist deshalb, weil diese Viren sich hauptsächlich auch von diesen ganzen Umweltgiften letztendlich auch ernähren. Die Schwermetalle zum Beispiel, die können das verstoffwechseln. Ja. Wollt ihr das ganze Interview sehen? Dann meldet euch einfach an bei dergesundheitsclub.de. Völlig unverbindlich, komplett kostenfrei. Einfach anmelden und ihr bekommt jede Ausgabe des Gesundheitsclubs
gratis in euer Postfach. Viel Spaß. Einfach anmelden.